Hallo zusammen, ich habe hier einen Luftentfeuchter, der ohne Strom funktioniert. Also das heißt, wenn ich keinen Stromanschluss habe, um den Raum zu entfeuchten. Der Hintergrund ist dieser, ich bin Bunkergötti und mein Bunkergötti-Nachbar, der hat einen Bunker, da liegt der Keller unterm Rheinniveau und da ist permanent feucht, weit über 80%. Er liegt im Naturschutzgebiet und er hat keinen Stromanschluss. Es gibt die Möglichkeit so mit Säcken und so weiter, aber das wird dann nicht schlau. Und jetzt habe ich ihm so ein Teil gebaut. Unten haben wir einen relativ großen Wasserbehälter. Den muss er dann regelmäßig raustragen. Ich denke, die Entfeuchterleistung liegt bei 1 Liter pro Tag. Aber das ist sehr viel, weil der Bunker ist klein und das hauptsächliche Feuchtigkeit liegt im Beton. Er hat nur 2 Meter Wandstärke. Aber zur Funktionsweise, dieser Bunker kriegt solch ein 100 Watt Panel aufs Dach. Schlecht einsehbar. Und dann gibt es eine Leitung runter, da muss er dann noch den Handgranatenauswurfschacht aufmachen und da fahren wir mit einer Leitung rein in den Bunker. Also ein ganz normales Kabel, 2,5 Quadrat, also das hat etwa die Stärke hier, beziehungsweise die Stärke hier. Da habe ich vorgesehen innen so einen Stecker, da kommen wir mit Solar rein. Von der Solarzelle kommt je nach Sonne eine unterschiedliche Spannung. Es kommt ein MPTT-Regler und eine Batterie. Hier habe ich jetzt 12 Amperestunden Batteriekapazität. Ich wäre da runtergegangen auf 6. Der Kompressor hat Anlaufspitzen, das heißt, die Batterie muss zuerst geladen werden und dann den Kompressor zu starten. Es gibt auch die Möglichkeit Supercaps. Ich habe jetzt hier Lithiumbatterien drin. Und dann ist dieser sehr große Verdampfer. Dieser Verdampfer kann mit Eis gefüllt werden, solange die Sonne scheint. Nachts, wenn die Sonne nicht mehr scheint, kann die Ware hier abtropfen und runtergehen. Und hier sitzt der Wärmetauscher. Ich habe also einen permanenten Luftzug durch diesen Verdampfer und den Wärmetauscher plus den Ventilator. Und die laufen auch nur, wenn die Sonne scheint oder mit dieser kleinen Batterie halten sie vielleicht noch eine Stunde, wenn die Sonne weg ist, beziehungsweise wann mal ein bisschen schlechter Wetter ist. Aber effektiv ist das Ding nur ausgelegt, laufen, wenn die Sonne scheint. Nachts, wenn die Sonne nicht scheint, abtauen, Wasser sammeln. Wir haben hier einen Griff, also heißt einen Überlauf. Das heißt, wenn zu viel kommen würde, würde es überlaufen. Aber hier habe ich eine Woche Zeit zum Laden oder zum Füllen. Das ist überhaupt kein Thema. Und in diesem Rhythmus wird der Bunker dann auch wieder besucht. Und das zweite Problem, dieser Bunker hat nur ein Volumen von etwa 50 Kubikmeter Innenluftvolumen. Eine Temperatur von ca. 15 Grad. Wenn ich da aus jedem Kubikmeter 10 Gramm Wasser rauskriegen könnte, dann bin ich schon bei 20%. Eher realistisch sind etwa 5 Gramm Wasser pro Kubikmeter. Das heißt, 50 mal 10 sind 0,5 Liter Wasser. Realistisch ist, dass ich aus diesem Volumen nur 2,5 Dezi Wasser rauskriege, dann habe ich schon 30% Luftfeuchtigkeit. Und das Problem ist, das Wasser, das nachdampft, das aus dem Beton rauskommt, weil diese Betonwände, die stehen seit
80 Jahren im Wasser drin und die sind komplett vollgesaugt. Ja, das ist dieser Luftentfeuchter. Ich mache euch hier ein Video über meinen kleinen Bunker. Und hier kommt das Video, wenn wir dann diese Entfeuchteranlage montiert haben. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.